freue mich, dass Kuchen übergeblieben ist. Das heißt, wir sind alle mindestens kuchensatt geworden. Nach der spannenden Barcamp-Runde, ich konnte leider nicht alle Barcamps besuchen, aber diejenigen, die ich gesehen habe, sind sehr enthusiastisch und lebhaft geführt worden, werden wir jetzt wieder ein wenig frontaler. Wir haben jetzt vor uns eine kurze, halbstündige Diskussionsrunde über die Arbeit, die Ziele des HFD 2.0, auch die Ziele unserer Netzwerkgruppe. Und vor allem sollen Sie uns mitteilen, welche Wünsche Sie an uns haben und welche Wünsche Sie an das HFD haben. Wir haben dazu im Vorfeld zu unserer Diskussionsrunde einen kurzen Fragebogen geschaltet, bei dem Sie alle teilnehmen konnten. Wir haben eine überraschende und überwältigende Menge von Rückmeldungen bekommen auf diese Umfrage. Und eines der standardisierten Items in der Umfrage, das war die Frage, wie digital eigentlich die Lehre an Ihrer Hochschule bereits ist. Und auch wenn das natürlich eine sehr, sehr allgemeine Frage ist, wo man wirklich dreimal mit einem Kamm drüber gehen muss, kommt da doch raus, dass es mehr so Mittel ist. Also es gibt wenige Hochschulen, die sagen, wir sind von A bis Z komplett durchdigitalisiert. Es gibt aber, glaube ich, auch sehr wenige Hochschulen, die sagen würden, Digitalisierung spielt für uns keine Rolle. Vor allem sehen wir das auch an Umfragen, die wir im Rahmen des HFD und der CHE gemacht haben, dass Digitalisierung zwar in Teilen angekommen ist, aber noch lange nicht in der Breite. Wir haben dann ein paar Stellungnahmen eingesammelt, von denen wir ein paar Mal exemplarisch herausgesucht haben, und die rankten sich alle um die Frage, welche Herausforderungen sich eigentlich stellen beim Thema die Digitalisierung von Lehren und Lernen an Ihrer Hochschule. Und das waren sehr, sehr diverse Antworten, die wir da bekommen haben. Unter anderem war dabei die geeignete technische Infrastruktur, der niedrige Stellenwert der Lehre, den wir, glaube ich, in den letzten Jahren ein wenig abgebaut haben, auch mit Hilfe des HFD und der Lehrpreise und so weiter, aber immer noch für uns, denke ich, als Lehrende überall spürbar. Die Frage, ob digitale Lehre wirklich gute Lehre ist, ist, glaube ich, eine, die uns alle beschäftigt. Natürlich auch die Forderung, dass digitale Formate irgendwie Mehrwert haben sollten, obwohl, wenn Jürgen Handke hier wäre, dann würde er sagen, Mehrwert spielt für uns überhaupt gar keine Rolle. Es ist ein anderer Wert. Wir wollen mehr Nachhaltigkeit, da kommt aber auch das böse R-Wort, nämlich die Rechtsfragen wieder ins Spiel. Und schließlich ist die Frage, wie können eigentlich Lehrende den Aufwand, den sie natürlich mit Digitalisierung haben, irgendwie verorten in ihrer Arbeit für die Hochschule, denn Digitalisierung kommt nirgendwo zum Nulltarif. Wir haben dann mal geschaut, welche Herausforderungen Sie denn in dieser Umfrage im Wesentlichen genannt haben, und das waren diese hier, und ich glaube, man sieht da schon so ein eindeutiges Bild. Es geht um Infrastruktur, es geht um Kompetenz, es geht um Hochschulstrategien und es geht um die Frage, sind wir eigentlich motiviert und gibt es genug Kommunikation mit den Studierenden. Ich darf jetzt auf die Bühne bitten, Herrn Metzner und Herrn Janoschka, mit denen ich diese Fragen diskutieren möchte, aber vor allem sollen Sie diskutieren, und das können Sie tun über Pigeonhole, den Link sehen, Sie sehen das hier. Sie müssen eingeben pigeonhole.at. Sie finden auch den Link nochmal dort an den Wänden angebracht als QR-Code. Und dann pigeonhole.at/HFD2017. Und dann kommen Sie auf unsere Diskussion. Da können Sie selbst Fragen stellen an uns. Und Sie können Fragen, die andere gestellt haben, hochvoten. Und wir werden uns natürlich vor allem mit den Fragen befassen, die von Ihnen am wichtigsten herausgestellt worden sind. Legen wir los, Herr Metzner, Herr Janoschka. Lassen Sie uns mit den brennendsten Themen der Befragung beginnen. Und das ist die Kompetenz und wie wir die Kompetenz an die Lehrenden bringen. Fang an, Oliver. Ja, da haben wir uns ja eine ganz einfache Frage zu Beginn ausgesucht. Also ich fange mal damit an, was ich sehr interessant fand heute in der Vormittagsrunde. Da gab es ja auch eine Session dazu, wo im Prinzip in meiner Gruppe zumindest markiert wurde, ja, es ist ja ganz schön, wenn es hier so große Modelle gibt mit 6 Handlungsdimensionen. In der Umsetzung vor Ort, in der Zusammenarbeit mit den Lehrenden ist es vielleicht dann doch nicht ganz so einfach, beziehungsweise wird es vielleicht ein sehr langer Weg sein, bis man da in der Breite die
Lehrenden wirklich erreicht. Dass es aber gleichwohl eben Ansätze gibt, und das kann ich, sage ich mal, auch aus unserer Wahrnehmung teilen, wo Hochschulen mal von der Hochschulleitung her angefangen, beispielsweise bei der Frage der neuen Nachwuchsprofessuren entsprechende Regelungen mit einziehen, wo man sagen kann, hier ist es markiert, es ist uns nicht egal. Ne, du hast es eben angesprochen, wie wichtig ist uns eigentlich die Lehre, dass man hier einfach sagt, es ist verpflichtend beispielsweise, sich da entsprechend weiterzubilden, beziehungsweise das auch schon mit als ein Auswahlkriterium mit einzuziehen. Da wurde dann darüber diskutiert, ob das wirklich immer so funktioniert und ob die Koryphäen damit dann zu kriegen sind oder nicht. Aber ich glaube, erstmal von dem Gesamtbild her ist das ein durchaus interessanter, brauchbarer Weg, und der schließt im Prinzip dann ja auch an andere Aktivitäten. Wenn die Hochschulleitung entsprechend markiert, es ist uns ein Anliegen, dann kann man zumindest auch an einigen Hochschulen sehen, dann passiert auch was. In der vielleicht noch nicht bei allen, vielleicht auch noch nicht bei der Mehrheit, aber dass sich eben doch in einer anderen Bereitschaft Lehrende damit auseinandersetzen. Das würde ich mal so als einen Grundpfeiler mit einziehen. Wir hatten in der anderen Session von der HWR, das fand ich auch ganz interessant, so Modelle, wie kann man eigentlich in dieser Community der Lehrenden, so ähnlich wie wir das hier ja jetzt auch in Reihenform gerade praktizieren, wie kann man da leichte, niedrigschwellige Angebote schaffen, wo auch ein Austausch entsprechend forciert wird, wo man vielleicht, wir nennen das beim Stifterverband Brown Bag Lunch, für eine Stunde mal zusammenkommt, um sich darüber auszutauschen, wo entsprechend auch Personen sitzen, die vielleicht vor ihrem Erfahrungshintergrund dann ein Modell abgeben können, wie andere das entsprechend für sich prüfen können, ob das nicht auch ein Bestandteil wäre, der gar nicht so schwer ist. Und last not least, um jetzt mal nur mal anzufangen, ich glaube, was hatte ich eben als dritten Punkt, also klar, die Incentivierung durch entsprechende Lehrpreise ist ein Element. Ich wollte, genau, Malte, auf euer Projekt auch nochmal mit dem Lehrideen vernetzen. Adrian Weidmann hat das ja heute auch hier vorgestellt. Also so die Möglichkeit zu schaffen, wie kriegt man das überhaupt sichtbar? Wie kann man zeigen, was andere tun? Wie kann man das vielleicht auch nochmal entsprechend kommentieren, redaktionell bearbeiten? Das scheint mir ein guter Prototyp zu sein, der durchaus Potenzial haben könnte, dass man das auch auf einer bundesweiten Ebene sich vorstellen kann. Und das ist vielleicht nur exemplarisch für eine Gesamtgemengenlage, wo ich heute, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir geht es so, dass der Kopf schwirrt. Herr Metzner hat eben gesagt, wenn man jetzt noch die ganzen Tools mit dazu nimmt, dann geht der Blutdruck hoch. Also das ist sehr viel Information, sehr viel, was man vielleicht in persönlichen Gesprächen, was man in den Sitzungen mitbekommt. Aber insgesamt lässt sich, glaube ich, durchaus an dem heutigen Tag auch sehr gut deutlich machen, dass es eine Menge gibt, was bereits in den Hochschulen erprobt wird, und dass es da insgesamt für uns zum Beispiel darum gehen wird, zu gucken, wie können wir das verstärken, wie können wir das bündeln und wie können wir das dann auch auf eine Weise sichtbar machen, dass sowohl die Politik wie vielleicht auch andere Hochschulleitungen und damit schlussendlich auch die Lehrenden erreicht werden. Herr Menzner, das geht direkt eigentlich an Ihre Adresse, auch die ersten beiden Fragen, die wir da oben sehen. Wie geht es eigentlich weiter nach diesem Netzwerktreffen, und welche Formate haben wir eigentlich neben diesem Netzwerktreffen noch im Angebot? Also vielleicht zunächst noch mal zu der Frage kompetenzorientierte Digitalisierung. Wenn unter Kompetenzorientierung hier die Lehrenden gemeint sind, dann ist es, glaube ich, Ihnen allen, uns allen recht deutlich, dass es besonders wichtig ist, dass die jungen und neuen Lehrenden, also die Neuberufenen, das neu eingestellten, dass die auf jeden Fall sozusagen von vornherein auch befragt werden müssen im Hinblick auf die Kompetenzen, die sie mitbringen. Man kann nicht beliebig ältere Kollegen, die das nicht wollen, die wird man nicht dazu bringen, sich jetzt in die Digitalisierung einzuarbeiten, die wird man unter Umständen ja auch nicht bringen, kompetenzorientiert zu lehren.
Das ist halt so. Aber man kann darüber nachdenken, wie man auch ältere Kollegen motivieren kann. Aber man kann von vornherein als Filter in gewisser Hinsicht, das würde ich auch wirklich empfehlen und fordern, und ich weiß, dass das viele Hochschulen ja inzwischen auch realisieren, ohne dass sie das an die große Glocke hängen, dass man erwarte, dass Neuberufene in der Lehre tatsächlich auch die Möglichkeit mitbringen, also das Wissen mitbringen, die Kompetenz mitbringen, digitale Medien zu nutzen. Der Begriff Kompetenz, wenn ich die Frage wörtlich nehme, dann glaube ich nicht, dass es sinnvoll wäre, von kompetenzorientierter Digitalisierung zu sprechen. Wir haben seit Jahren, seit einer ganzen Reihe von Jahren, diskutieren wir und realisieren wir eine stärkere Kompetenzorientierung in der Lehre. Das hat zunächst mal mit Digitalisierung gar nichts zu tun, sondern das ist eine Frage nach der zukünftigen Profilierung unserer Hochschulen und nach den Bildungszielen, die wir uns setzen. Und wenn man das so sieht, da kann man natürlich, wie in anderen Bereichen auch, etwa bei der Internationalisierung und bei anderem auch, kann man mit Recht die Frage stellen, was hilft Digitalisierung, um unser Ziel, kompetenzorientierte Lehre zu erleichtern, zu forcieren, zu stärken, wie auch immer. Und das halte ich für eine sehr wichtige Fragestellung. Aber die bezieht sich nicht auf kompetenzorientierte Digitalisierung, sondern hier wird sozusagen der dienende und funktionale Charakter von Digitalisierung spielt hier eine Rolle. So, und jetzt soll ich gleich die anderen Fragen mit beantworten. Wir haben, glaube ich, in dem Zusammenhang einige Fragen, die sich im Kern damit beschäftigen, wie können sich die vielen Personen hier im Raum und auch deren Kollegen und die Kollegen von deren Kollegen in unser Netzwerk einbringen. Dürfen sie eigentlich noch dazustoßen, auch dann, wenn sie nicht von ihrer Hochschule benannt worden sind? Wie geht es weiter und welche Formate sind noch geplant? Also um bei der Frage, dürfen sie mitmachen, nochmal anzufangen, dass das, was wir heute Morgen gesagt haben, niemand in den falschen Hals bekommt. Selbstverständlich freuen wir uns über jede und jeden Kollegen, der mitmachen will. Das heißt also, das ist hier nicht ein Club oder soll auch kein Club werden, derer, die von Hochschulleitungen benannt werden. Wenn es Personen gibt, die von der Hochschulleitung hierher entsandt werden, dann ist uns das recht und dann ist uns das wichtig, mit einer Ausnahme, wenn sie sagen, ja, die haben mich halt geschickt, dann gehe ich mal dahin. Sondern es müssen schon dann von den Hochschulleitungen die Leute entsendet werden, in dem Sinne, die nun wirklich motiviert sind und auch etwas zu sagen haben und hier einen Beitrag zu leisten haben. Aber auf diese Gruppe soll sich auf gar keinen Fall das Netzwerk beschränken, sondern selbstverständlich alle. Vorhin haben wir auch mit einem Kollegen aus der Schweiz geredet, der fragte, dürfen Schweizer auch mitmachen? Österreich auch. Österreich auch. Der Schweizer hat gleich ein bisschen Schokolade dabei gehabt, falls das wichtig wäre. Also selbstverständlich, dieses ist ein offenes Format, ist eine ganz offene Gruppierung, aber sie ist uns wichtig und am allerwichtigsten ist uns, dass wir auf die Dauer tatsächlich erreichen, dass dies ein Netzwerk der deutschen Hochschulen ist. Das heißt, dass wir tatsächlich eine möglichst große Zahl an Hochschulen erreichen, als eine Interaktionsplattform, mit der wir und auf der wir tatsächlich mit der Digitalisierung weiterkommen. Dann fragen wir direkt nochmal Oliver Janoschka, der ja als Geschäftsführer unter anderem mitverantwortlich ist für die Formate. Ich glaube, es geht vor allem auch um die Frage, wie können sich die Lehrenden, wenn sie sich einbringen wollen, einbringen. Es gibt ganz am Schluss, finde ich, eine Frage, die das recht gut zum Ausdruck bringt, ob jemand, hier fragt zum Beispiel jemand, ob er eine Arbeitsgruppe bilden könnte im Rahmen des Hochschulforums Digitalisierung. Welche Möglichkeiten haben unsere Lehrenden, diejenigen, die hier sitzen und auch diejenigen, die heute nicht hier sein können, sich aktiv einzubringen, in welchen Formaten die das Hochschulforum anbietet? Ja, also zunächst mal möchte ich vorwegstellen, ich finde, wenn ich jetzt hier in die Runde gucke, ich habe es heute Morgen gesagt, viele, die bisher vielleicht noch nicht beim HFD dabei waren, sehe ich heute hier sehr engagiert, motiviert im Austausch. Und dass das aus unserer Wahrnehmung eben die Basis ist, auf der das dann funktionieren kann, auch alle möglichen Formate, sage ich mal, mit Leben zu füllen. Weil es bringt, glaube ich, nicht zu sagen, wir machen so ein Treffen und keiner kommt oder es zeigt sich, dass es gar kein Interesse findet. Und insofern
halten wir, glaube ich, für den Tag erstmal fest, das Interesse ist da und wir haben natürlich einige Bausteine jetzt schon in Vorbereitung. Die Winter School ist erwähnt worden, die ist natürlich nur für einen kleinen Kreis. Mattermost ist erwähnt worden, das ist zum Beispiel ein sehr flexibles Instrument, wenn man sich das so vorstellt. Ich habe mal in den Auswertungen dieser Umfrage gesehen, hat jemand gesagt, naja, ist auch ganz schön chaotisch oder Selbstdarsteller gesteuert. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so über einen Kamm zu scheren, sondern hängt im Prinzip ganz wesentlich, wenn ich den Ball so zurückspielen darf, auch von Ihnen ab. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, ich weiß nicht, inwieweit das in den Gruppen bereits diskutiert wurde, dass man sagt, ja, wir haben hier das Thema Prüfung, wir arbeiten daran als RWTH Aachen, habe ich das jetzt wahrgenommen heute. Und wir suchen da im Prinzip nach Mitstreitern, die vielleicht auch in einer kleineren Runde bereit sind und Interesse haben, das mit uns weiter zu verfolgen. Dass sowas vergleichsweise schnell gemacht ist, das können Sie jetzt einrichten, entsprechende Leute einladen und das vielleicht nochmal auf diesem General-Kanal, wie der heißt, entsprechend platzieren. Und wir haben da einige Beispiele. Also ich weiß von einem Konsortium, die sich mit Chatbots beschäftigt haben, und daraus dann einen entsprechenden Projektantrag jetzt entwickelt haben. Also solche Dinge sind möglich und es wird vielleicht wichtig für uns sein, mit Ihnen dazu so im Austausch zu stehen, dass wir das entsprechend auch mitbekommen und an einigen Punkten vielleicht auch nochmal gezielt aufgreifen können. Es wurde benannt, dass wir gerne Blogbeiträge aufgreifen. Auch das ist vielleicht an vielen Stellen nicht uninteressant. Da wurde eben auch markiert, naja, eine Funktion des HFD ist vielleicht, dass ich ein bisschen Rückenwind kriege, auch für meine eigene Institution, auch für die Sichtbarkeit dieser Aktivitäten, die vielleicht sonst nicht so sehr nach vorne gestellt werden. Also auch da zeigt die Lebendigkeit des Blogs, glaube ich, in den letzten Monaten ganz gut, dass es ein kleines Instrument ist, was im Prinzip niedrigschwellig funktioniert. Und dann etwas, was wir jetzt auch mit eTeaching.org, Anne Thielosen ist heute hier, schon angefangen haben im letzten Jahr. Ich glaube, diese ganze Frage, wie kann man auch die Formate wie Webinare viel stärker nochmal in den Vordergrund stellen oder einfach auch parallel mitlaufen lassen, dass da aus meiner Wahrnehmung durchaus Spielraum ist, dass man sagt, wir gucken mit Ihnen gemeinsam, welche Themen von Interesse wären und geben im Prinzip so eine Art moderierten Rahmen vor, in dem dann entsprechend verschiedene Experten zu verschiedenen Themen ihre Good Practices vorstellen können und wo man zum Thema Prüfung, zum Thema Inverted oder ne, you name it, also da kann, glaube ich, in der Form sehr viel stattfinden. Auch das wäre vergleichsweise leicht zu machen. Und last not least würde ich im Prinzip auch nochmal, wir haben bei einem Klausurtag mit den Koordinatoren, die ja eben auch in den vielen Arbeitsprozessen hier sehr aktiv die Dinge vor- und nachbereiten, darüber gesprochen, inwieweit man den regionalen Aspekt stärken kann. Weil natürlich ist es schön, hier nach Berlin zu kommen. Ich fand dieses Quadriga-Forum, habe ich vorher auch noch nicht besucht, eine gute Location. Aber wenn Sie in Mainz, in Aachen, in Hamburg oder wo auch immer eine Veranstaltung ausrufen und da vielleicht entsprechend Kollegen einladen, dann wäre das aus unserer Wahrnehmung eben durchaus eine Aktivität, die wir gut mit unterstützen können und wo sich vielleicht auch jemand aus einem anderen Bundesland auf den Weg macht. Ich gucke jetzt gerade Alexander Klaassen an, der jetzt in Baden-Württemberg die Geschicke des Netzwerks dort koordiniert. Mein Eindruck ist, dass da auch in der Form viele Möglichkeiten bestehen könnten, dass man gemeinsam mit den Landesinitiativen, die es ja an vielen Stellen gibt, entsprechend guckt, wie man Hand in Hand oder Schulter an Schulter dafür sorgt, dass eben das Thema Lehre insgesamt in einer anderen Stärke auch regional über Veranstaltungen oder Besuchsformate unterstützt werden kann. Ich wollte direkt auch an diese letzte Bemerkung von Herrn Janoschka anknüpfen, die Fragen 5 und 17. Die weisen ja auch genau auf dieses Thema hin. Wir haben bereits eine Abfrage gemacht bei den Bundesländern, um herauszubekommen, was ist dort an Unterstützung, an Initiativen schon
am Laufen oder in Vorbereitung und so weiter. Die Dinge ändern sich ja zurzeit noch, aber sie sind zum Teil eben schon recht weit gediehen. Und es ist völlig klar, das muss ich hier also mit Nachdruck betonen, es ist völlig klar, dass wir die Arbeit des Forums natürlich abgleichen werden mit dem, was in den Ländern gemacht wird. Und dann natürlich auch verbunden mit der herzlichen Bitte, dass die Länder ihre Überlegungen sozusagen mit unseren auch, soweit das sinnvoll ist oder wichtig ist, in Einklang bringen. Dass es dazu zu keinen pausenlosen Doppelungen oder so etwas kommt. Aber unser Eindruck war bisher, nach dem, was wir an Planungen zentral und bundesweit vorgesehen haben und das, was wir aus den Ländern gesagt bekommen und gehört haben, dass sich das in sehr sinnvoller Weise zur Ergänzung und in Einklang bringen lässt. Aber das wird uns auch in Zukunft eine ganz wichtige Sache sein. Kannst du vielleicht nochmal skizzieren, Oliver, welche konkreten Formate, darauf beziehen sich einige Fragen, dass HFD und vor allem und insbesondere unsere Netzwerkgruppe für 2018 plant? Wir haben die Winter- und Summer Schools schon angesprochen. Wir haben wahrscheinlich ein nächstes Netzwerktreffen. Dann gibt es aber die Frage nach Arbeitskreisen und nach weiteren Formaten, die wir anbieten werden. Was kannst du dazu sagen? Ja, also ich glaube, auch das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, wichtig ist für uns ein Format, was wir gerne in 2018 auch in der Stärke, in der wir das in 2015 tun konnten, wiederholen wollen. Das ist eben diese Themenwoche, haben wir es damals genannt, wo man praktisch gebündelt mit Kooperationspartnern für eine ganze Woche im Prinzip diese Karte spielt. Dieses Thema hat eine Priorität, da gibt es auch unterschiedliche Zielgruppen, da gibt es unterschiedliche Veranstaltungsformate und dass das sowohl medial wie hochschulpolitisch, es ist ja auch die Frage gestellt worden, wie erreiche ich eigentlich meine Hochschulleitung? Unser Eindruck war, dass das vergleichsweise gut funktioniert, wenn man diesen Paukenschlag macht und da auch ein bisschen Ressourcen und entsprechende Aufmerksamkeit bündelt. Wir haben im Prinzip das nächste Netzwerktreffen in der bisherigen Bauart erst in einem Jahr geplant. Auch das, Herr Metzner, korrigieren Sie mich, ist vielleicht nicht in Stein gemeißelt. Wir haben das im Prinzip jetzt auch schon in diesem Sommer so gemacht, als wir gesehen haben, die Interessenslage bei dieser Peer-to-Peer-Beratung ist ausgeprägt groß. Warum sollen wir damit warten, die Konferenz erst in 2018 zu machen, wenn wir bereits jetzt gute Beispiele haben, die man auch in so einer Workshop-ähnlichen Session-Logik wie heute miteinander diskutieren kann? Also ich will signalisieren, dass auch da, glaube ich, Möglichkeiten für uns da sind, dass wir das als eine Stärke des HFD begreifen, zu gucken, wenn Sie sagen, das ist uns viel zu lang, erst in einem Jahr wieder zusammenzukommen, dass man auch in Q1 oder Q2 2018 schon in so eine Halbjahreslogik münden könnte. Und wie gesagt, diese Webinare, glaube ich, sind eine vergleichsweise flexible Form, die wir sehr viel stärker spielen können und eben diese regionalen Veranstaltungen, wo sich vielleicht einzelne von Ihnen entsprechend vorstellen können, dazu einzuladen, dass man in einem Workshop, in einer Tagesveranstaltung zu Ihnen kommt. Also da sollten wir einfach im Gespräch bleiben. Und ich sehe Christian Friedrich da hinten. Ich glaube, auch aus dem internationalen Vergleich, also dass wir im Prinzip ja auch davon leben, was sie uns reinspielen. Ich finde es ganz wichtig, dass das ein, so gut es eben geht, ein gemeinsames Geschehen ist. Natürlich haben wir bestimmte Erfahrungen, Ideen, ein Budget, aber wir sind im Prinzip ganz interessiert und auch darauf angewiesen, dass wir mit Ihnen die richtige Formel dafür finden, dass es nicht einfach nur ein Programm ist, was wir abspulen, sondern dass es auch in einer lebendigen Auseinandersetzung sich weiterentwickelt. Wir sehen da ja eine ganze Reihe Fragen, die wir heute alle gar nicht in diesem Zeitrahmen beantworten können. Ich wollte Ihnen sagen, wir werden die auf jeden Fall sehr intensiv uns nochmal zu Gemüte führen und auch im Nachhinein zu Antworten suchen. Ich denke jetzt gerade an Frage 18, wie werden Studenten oder Studierende in Zukunft besser ins HFD eingebunden? Das ist uns ja ein ganz wichtiges Anliegen. Das heißt, wir nehmen natürlich auch so eine Frage auf und werden uns in der Zukunft Gedanken machen, wie wir da methodisch dazu kommen, dass wir zum Beispiel deren Zahl erhöhen. Und das gilt auch für eine ganze Reihe weiterer Fragen, die wir jetzt sozusagen gar nicht so ausführlich beantworten können. Also vielleicht nur ganz kurz, so aus meiner Perspektive ist klassischerweise ja der Studierende
eine repräsentative Statusgruppe gewesen, die in entsprechende Gremienarbeiten eingebunden wird, auch um ihre Perspektive gefragt wird, aber ansonsten vergleichsweise nachrangig, wenn ich das so pauschal sagen darf, in der Aufmerksamkeit steht. Und ich glaube, was wir hier sehen können, Holger Jansen, es ist auch hier die Arbeit mit Studierenden, die sich auf eine Weise kompetent engagiert als Tutoren oder ähnliches mit in das Geschehen einbringen können, dass das eine riesige Ressource ist. Wenn wir Peer-to-Peer ernst meinen, wenn wir im Prinzip auch ernst meinen, mal mitzukriegen, was ist denn eigentlich links, rechts, überall bereits im Gange, dann sind die Studierenden, glaube ich, in einer ganz anderen Weise prädestiniert, uns auch, wenn sie so wollen, weiterzubilden, beziehungsweise auf jeden Fall einen entsprechenden Anteil zu haben. Und wir haben das mit diesem Workshop von dem GLC im Sommer als ein Auftaktgeschehen gesehen, dass es möglich ist, Studierende auch zu begeistern und entsprechend auch ernst zu nehmen. Und das gilt es entsprechend jetzt weiter auszubauen. Da würde ich Sie im Prinzip auch wieder einladen, dass Sie vor Ort mit Ihren entsprechenden Studierenden ins Gespräch kommen. Ich bin sicher, jeder von Ihnen kennt Studierende an der Institution, die man dafür gewinnen könnte, auch zu solchen Treffen mit dazuzukommen. Und das müssten wir dann entsprechend prüfen, wie wir das unterstützen können. Aber ich glaube, die Bereitschaft ist da, die ersten Prototypen sind da und das würden wir auch sehr gerne als eine Selbstverständlichkeit sehen, dass das noch viel stärker eine Rolle spielt hier. Wunderbar, dann habt ihr eine Punktlandung hingelegt. Wir sind nämlich genau um 16 Uhr und ich denke, wir haben eine Reihe von Fragen geklärt. Wir sollten die anderen Fragen, wie Sie gesagt haben, Herr Metzner, mitnehmen. Und ich denke, wir sollten uns auch bemühen, diese Fragen tatsächlich auch transparent zu beantworten. Das heißt, ich denke, dass wir vielleicht über Metamos, vielleicht auch in einem eigenen Blogbeitrag auf dem Hochschulforum Digitalisierung uns mit den offen gebliebenen Fragen beschäftigen. Prima. Dann danke ich Ihnen beiden und wir steigen direkt ein. Vielleicht nochmal einen herzlichen Applaus.